du hast in der Punk-Szene, wenn du dir die wirklich anguckst, als ist das eine Szene, die bedeutend zur Asozialität hin zeigt, schon alleine wegen der Einstellung. Und viele Leute verstecken sich dann ganz einfach hinter dem Begriff Punk oder so. Und das ist ja für mich auch kein Punk mehr. Und deswegen finde ich es vielleicht doch ziemlich wichtig, das irgendwelchen Leuten zu singen oder so. Und vielleicht an dieser Seite mal ein bisschen Kritik auszuüben. Viele sagen, wir brauchen eine Revolution, aber keiner kann mir sagen, was wir danach tun. Und die meisten, die laufen hinterher, schreien Freiheit und Füße ans Gewehr. Und wenn es wirklich ist und es echt mal dazu kommt, rennen sie weg wie nichts gewollt und nichts gekonnt. Viele schreien Anarchie und Untergrund so stark wie nie. Wenn das wirklich alle wollen, würde die Erde total verkommen. Viele schreien radikal und hauen sich die Köpfe kahl, völlig blind und ohne Hirn, hinterher in einem Luftgestürm. Ist ja auch gut. Das heißt, die Idee, an der ihr euch versucht, auch man sollte nicht so extrem sein, sonst wird's nämlich Mist von vornherein. Versucht's doch mal mit eurem Kopf und Kreativität und Zopf. Versucht nicht so verbohrt zu sein, dann fallen euch auch bessere Wege ein. Wir tun eigentlich die Bullen eigentlich ziemlich dolle, ziemlich leid. So, ich guck mal, die sitzen jetzt in ihrem hässlichen Auto, weißt du? Und die machen auch nur ihre Arbeit. Aber das Geile an der ganzen Session ist, dass wir wenigstens zwei Bier hier drinnen trinken dürfen.